Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr live eingeschaltet habt auf www.juelmedia.de. Wir werden heute weiter studieren in Johannes 7 und uns in eine ganz faszinierende Geschichte hineinbegeben, die uns dann auch noch die nächsten Male ein bisschen weiter beschäftigen wird. Eine Geschichte, die nicht nur von ihrem Inhalt ausgesprochen faszinierend ist, sondern auch von dem ganzen Ambiente, wie es uns berichtet wird, unser Denken anregen wird. Und wir möchten, bevor wir beginnen, den Heiligen Geist einladen, dass er unser Lehrer ist. Und wem es möglich ist, den lade ich ein, auch zu Hause mit uns gemeinsam niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dich haben, dass du unser Lehrer bist, dass du unser Vater bist, dass du für uns da bist. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt dein Wort in besonderer Weise zu uns sprechen lässt, dass wir dich besser verstehen können. Herr, möchte ich bitten, dass du alles Störende fernhältst. Ich möchte dich bitten, dass du die Kraft deines Wortes in unser Leben hineinsprechen lässt. Und wir glauben, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und darum bitten wir dich im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Johannes Kapitel 7. Letztes Mal haben wir angefangen, diesen ganzen Komplex, der mit Johannes 7 beginnt, zu studieren. Erinnert euch, in Johannes 7, da hat Jesus ein Gespräch mit wem? Mit wem redet er dort? In Johannes 7, in den ersten Versen. Mit seinen Brüdern. Und was sagen seine Brüder zu ihm? Genau, er soll mit ihnen nach Jerusalem gehen. Warum sollen sie nach Jerusalem gehen? Was findet in Jerusalem statt? Genau, das Laubhüttenfest. Und erinnert euch daran, dass wir gesagt haben, dass mit diesem Laubhüttenfest jetzt das letzte halbe Jahr im Dienst von Jesus beginnt. Ja, wir haben das letztes Mal ausführlich angeschaut, ich wiederhole es nicht. Aber wir befinden uns im Herbst, ja, das Laubhüttenfest ist im 7. Monat, im Herbst, September, Oktober. Welchen Jahres? 30, ja, im Herbst 30. Ein halbes Jahr vor der Kreuzigung. Das ist jetzt das letzte halbe Jahr. Und wir haben gelernt, dass Jesus einige Feste ausgelassen hatte. Wisst ihr noch, wie oft man eigentlich nach Jerusalem zum Fest gehen sollte als gläubiger Israelit? Wie viel Mal im Jahr? Dreimal im Jahr. Zu welchen Festen? Passafest, das ist das erste, ja. Dann zum Wochenfest, ja, das ist 50 Tage später, was dann später Pfingsten wurde, und zum Laubhüttenfest. Ja, und wir haben gesehen, das letzte Fest, das Jesus in Jerusalem gefeiert hatte, war das Passa im Jahre 29, anderthalb Jahre zuvor. Und wir haben gesehen und haben uns daran erinnert, dass im Jahre 29, das wird noch wichtig werden, im Passa, ja, nachdem Jesus quasi anderthalb Jahre gedient hatte in Judäa und am Anfang ja seine Taufe hatte und den Dienst in der, also die 40 Tage in der Wüste, dass beim Passa 29 er vor Gericht gestellt worden ist. Könnt ihr daran erinnern, dass wir es gesagt haben? Er war vor den Sanhedrin gestellt worden in Johannes 5. Und was wollten die Obersten mit ihm machen? Sie wollten ihn töten. Was war sein Verbrechen? Was hat er gemacht? Deswegen sie ihn töten wollten in Johannes 5? Nur, das ist jetzt, haben wir schon lange her, aber nur, dass wir es mal im Hinterkopf haben. Er hat am Sabbat jemanden geheilt. Den Mann am Teich Bethesda, ja. Und seit diesem Passa 29 wollen die Obersten, oder wollen viele Obersten in Jerusalem ihn töten. Und Jesus hat etwas jetzt Folgendes gemacht, obwohl er eigentlich dreimal im Jahr in Jerusalem hätte sein sollen, hat er gewusst, wenn ich dorthin gehe, dann gibt es nur Streit, da gibt es nur Kontroverse und dann riskiere ich, dass alles durcheinander geht. Und so blieb er für 4 Feste fern. Ja, ist nicht zum Wochenfest 29, nicht zum Laubhüttenfest 29, nicht zum Passa 30, nicht zum Wochenfest 30. Und jetzt kommt das Laubhüttenfest im Jahre 30, das 5. Fest, was er vermutlich auslassen würde. Und seine Jünger sagen, warum kommst du nicht? Ja, geh doch hin. Und ihre Begründung ist ganz einfach. Sie sagen, wenn du der Messias sein willst, weil offensichtlich
seine Taten sprechen ja davon, dass er der Messias ist, dann musst du dich zeigen, ja, dann musst du aller Welt sagen, dass du der Messias bist. Aber Jesus hat genau diesen Ansatz nicht. Er will sich nicht zur Schau stellen. Ja. Und das ist so schwer für uns zu verstehen. Jesus will unbedingt, dass seine Botschaft ankommt, aber er will sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen. Und das sehen wir an Gott an vielen Punkten. Gott will unbedingt uns erreichen und trotzdem prahlt er nicht. Er drängt sich uns nicht auf. Er umgibt uns mit vielen Zeichen seiner Gegenwart, aber Gott ist nicht selbsterhebend. Er will uns erreichen, aber er will sich nicht aufdrängen. Und das ist für uns so schwer, weil wir denken, wenn ich was erreichen will, muss ich mich selbst präsentieren. Ich muss mich selbst produzieren, ja, so wie das die Welt macht. Aber genau das macht Jesus nicht. Und er sagt zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Denn auf welche Zeit wartet er? In welcher Zeit wird der Konflikt zwischen ihm und den Obersten eskalieren? Ein halbes Jahr später, wenn er nach Jerusalem gehen wird, zum Passa 31, nach 3,5 Jahren Dienst. Und er weiß, und das ist, was er ihnen sagt, wenn ihr zum Fest geht, ihr habt kein Problem, weil ihr seid wie die Welt. Und deswegen gibt es keinen Konflikt. Aber wenn ich zu dem Fest gehe und dort all die weltlich gesinnten Obersten treffe, Licht und Finsternis sind im Konflikt. Und Jesus, das haben wir auch schon gelernt, hat zwar kein Prinzip der Wahrheit kompromittiert, er hat aber jeden Konflikt, soweit er konnte, vermieden. Jesus war immer für die Wahrheit, aber Ellen White sagt sehr deutlich, das haben wir in der Bibel auch gesehen, wann immer er konnte, hat er Konflikt vermieden. Er ist niemals auf den Konflikt zugesteuert im Sinne von, dass er den jetzt herbeiführen wollte. Jetzt schauen wir in Vers 10, wie die Geschichte weitergeht. In Johannes 7 und dort Vers 10. Wer mag mal gerne lesen? Johannes 7, Vers 10. Okay, was hat er seinen Jüngern gesagt? Hat er gesagt, ich gehe oder ich gehe nicht? Was hat den Jüngern, nicht den Jüngern, Entschuldigung, den Jüngern, seinen Brüdern. Was hat er seinen Brüdern gesagt? Hat er gesagt, ich gehe oder ich gehe nicht? Ja, hat er noch was gesagt. Was hat er gesagt, wenn ihr die Verse anschaut vorher? Ja, Vers 8, genau. Genau, er hatte nicht gesagt, ich gehe nicht. Er hatte gesagt, ich gehe noch nicht. Genau, das ist ganz interessant. Ich habe, der Cornel hat letztens gefragt mich noch, ich habe nochmal nachgeschaut. Im Griechischen steht wirklich, ich gehe noch nicht. Er ging nicht mit ihnen zusammen. Er ließ sie gehen, aber er hat sich dann doch entschieden, kurze Zeit später nachzugehen. Und jetzt muss ich die Frage stellen, warum? Hatte Jesus an sich ein Interesse am Laubhüttenfest, was meint ihr? Oh, natürlich. Schaut mal mit mir in Psalm 26. In Psalm 26 und dort Vers 8. Psalm 26 und dort Vers 8. Ihr könnt einen Finger mal in Johannes 7 lassen, da kommen wir immer zurück. Psalm 26, Vers 8, da spricht zwar von David, aber David schreibt ja unter Inspiration des Heiligen Geistes und reflektiert, denke ich, auch hier das, was Jesus ausgezeichnet hat in seinem Denken. Psalm 26, Vers 8, was sagt hier David? Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Jesus war den vier Festen nicht ferngeblieben, weil er keine Lust hatte. Er saß nicht zu Hause und sagte, oh, ich hoffe, dass es Livestream gibt. Er wäre gerne gegangen, er hatte eine Freude am Tempel. Für ihn war im Tempel zu sein ein großes Fest, für ihn war das das Haus seines Vaters. Erinnert euch an eine Geschichte, wo er sogar noch besonders gerne im Tempel geblieben ist? Als er mit 12 Jahren im Tempel war, da war er so gerne da, dass er sogar geblieben ist, als alle anderen gegangen sind. Ja? Und seine Eltern haben ihn aus den Augen verloren und er sagt, dann wusstet ihr nicht, dass ich dort sein muss, wo meines Vaters Haus ist, im Haus meines Vaters sein. Jesus liebte den Tempel. Es hat ihm natürlich Schmerzen bereitet, wie er mit dem Tempel umgegangen ist, aber er liebte den Tempel und er liebte natürlich die Feste, die er selbst eingesetzt hatte. Das Laubhüttenfest hat er selbst befohlen. Ja? Also Jesus liebt den Tempel. Er wäre jedes Mal gerne zum Fest gegangen. Jetzt, warum ist es so, dass er nicht öffentlich geht? Er ist offensichtlich auf geheimen Wegen, so dass man ihn nicht wahrgenommen hat, nach Jerusalem gekommen. Er wusste ja offensichtlich, Jerusalem war was für eine Stadt für die Juden? Was war das für eine Stadt?
Ja, das war die Hauptstadt, das war das religiöse Zentrum, das war die Stadt. Ja. Wenn er, der sowieso jetzt schon sehr bekannt war, nach Jerusalem kam, dann war das sozusagen das Mega-Ereignis. Ja. Und das wollte er vermeiden, er wollte eben nicht, dass es so ein Event wird. Wir können mal lesen in Jesaja 42 über ihn. Und da sehen wir eine interessante Eigenschaft, die wir von ihm lernen können und sollen. In Jesaja 42 und dort Vers 2. Dort heißt es über ihn, über den Messias: Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Was meint dieser Vers, wenn es heißt, er wird nicht schreien, kein Aufhebens machen? Er wird sich nicht in den Vordergrund stellen, ja? War in Prag, ja genau. Ja, genau, also das ist die berühmte Geschichte, wo in Prag da englische Missionare zur Zeit von Jan Hus diese beiden Bilder aufstellen, ja, der Papst mit seinem Gepränge und Jesus demütig einreiten. Das bezieht sich natürlich dann auf ein halbes Jahr später, ja, auf den Einzug in Jerusalem. Aber das ist so ein bisschen die Idee, genau. Jesus hat sich nicht selbst in den Vordergrund gestellt. Und das, obwohl er die wichtigste Botschaft hatte und das allermeiste Recht gehabt hätte, wirklich sich in den Vordergrund zu stellen. Denn er war sündlos, er hatte eine Heilungs-, er konnte Menschen heilen, er konnte Menschen helfen, er konnte sie erretten. Aber er hatte nicht den Eindruck, dass er sich selbst bewerben muss. Das ist interessant, oder? Er, der das Allerwichtigste anzubieten hatte, sah keine Notwendigkeit, sich selbst irgendwie, schaut auf mich, ich bin so toll, ihr müsst unbedingt mich haben. Er war sehr demütig. Ellen White sagt, er ist leise in Jerusalem angekommen. Er hatte eine selten oder eine nicht besonders oft benutzte Straße genommen, um eben zu vermeiden, dass er mit den anderen Reisenden in die Stadt kommt. Hätte er die großen Pilgerzüge sich denen angeschlossen, dann hätte sofort es eine öffentliche Aufmerksamkeit gegeben, wenn er die Stadt betreten hätte. Ja? Und was wäre dann passiert? Sie sagt, dann hätten die Menschen sich auf seine Seite gestellt, hätten dann eine große Demonstration für ihn veranstaltet. Und was wäre dann passiert wahrscheinlich? Wenn das ganze Volk sagt, oh, das ist Jesus, ja, und Jesus kommt zur Stadt und ihn vielleicht begrüßt hätten. Was wäre wohl passiert? Müsst ihr nicht raten, ihr seht es, was ein halbes Jahr später passiert ist. Als Jesus mit großem, als er mit großer Begeisterung empfangen wird, was ist passiert? Die haben ihn innerhalb von einer Woche getötet. Ja, als er vom ganzen Volk so empfangen wird und gelobt wird, hat er nicht mal eine Woche zu leben, er wird sofort getötet. Und Jesus wusste, wenn das jetzt schon geschieht, dann werden sie mich jetzt schon töten wollen. Und er weiß, meine Zeit ist nicht gekommen, ich habe noch ein halbes Jahr. Und er wartet sozusagen. Ja. Und geht lieber unbemerkt hinein. Jesus hat nichts dagegen, dass die Leute Hosianna rufen, aber er weiß, wenn sie jetzt Hosianna rufen, dann kommt es ein halbes Jahr zu früh. Das ist also interessant, wir müssen auch lernen, Gottes Zeitplan abzuwarten, ja, und zu überlegen, welche Folgen wird mein Handeln jetzt haben. Jesus hat überlegt, wenn ich jetzt mit allen zusammen in die Stadt gehe, wird das zur Folge haben und dann das zur Folge haben, und das kann nicht Gottes Wille sein, deswegen mache ich das nicht. Ganz interessant. Schauen wir Matthäus 10, Vers 16 in die Bergpredigt. Da sehen wir ein Prinzip, das Jesus seinen Jüngern für die Mission auf den Weg gegeben hatte. Und das hier in dem Zusammenhang sehr interessant ist. Matthäus 10, Vers 16. Dort sagt Jesus, Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und was sollen die also tun? Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Und genau das macht Jesus selbst. Es ist interessant, dass Jesus das nicht nur seinen Jüngern sagt, sondern dass er ja viel mehr selbst diese Situation hat, dass er wie ein Schaf unter Wölfe gesandt wird.
Und zwar buchstäblich, er ist nicht nur irgendein Schaf, er ist das Lamm Gottes. Und er weiß, er wird zur Schlachtbank geführt werden, Jesaja 53. Aber weil er das weiß, muss er sehr klug vorgehen. Wer unschuldig ist, muss in dieser Welt sehr klug handeln. Wer mit Gott lebt, muss sehr weise sein, was er sagt, wann er es sagt, wie er es sagt, um nicht einen Konflikt herbeizuführen, bevor Gott es möchte, sozusagen. Ja? Der Konflikt ist unvermeidbar. Jesus wusste, der Konflikt ist unvermeidbar, aber er wusste, Gott hat einen Plan, wann der Konflikt eruptieren soll. Und er hatte noch Aufgaben und deswegen war er weise. Jetzt kam Jesus also in Jerusalem. Was meint ihr, wie sah Jerusalem aus zu der Zeit, als er jetzt die Stadt betritt? Er war ja jetzt 1,5 Jahre nicht mehr da gewesen. Wie sah die Stadt aus? Wie stellt euch das vor, Laubhüttenfest in Jerusalem? Voll, okay. Was stellt euch noch vor? Also viele Menschen. Aus überall, ja, aus ganz Judäa, Galiläa, Perea, vielleicht auch Samaria ein paar Leute, aus dem Ausland. Wie stellt euch noch die Stadt vor? Grün, überall Vegetation, ja, diese ganzen Palmen und die Hütten. Es war ja eigentlich, das Fest war dazu da, dass die Menschen darüber nachdenken, wie gut Gott ist. Ihr wisst ja, wir haben das letzte Mal angeschaut, das Laubhüttenfest hatte eigentlich eine ganz bestimmte Funktion. Es war ja eigentlich auch ein Erntedankfest. Ja? Die Ernte war eingefahren, das Weizen und Gerste war geerntet worden, die Trauben waren geerntet, die Oliven gepflückt. Ja, überall konnte man Dankbarkeit sehen. Ja, die Ernte war eingefahren, alle waren froh, alle waren dankbar. Und wie lange ging das Fest der Laubhütten? Weiß jemand von euch? Wie lange ging das Fest? Weiß jemand noch, wann es angefangen hat? Es ging 7 Tage. An welchem Tag ging es los? In welchem Monat war es? Das müsst ihr wissen. Welches Monat ist das Laubhüttenfest? Das müsst ihr wissen. Im 7. Monat, ja, im 7. Monat, und der 7. Monat ist der Tischri, ja, und es war am 15. Tischri und ging bis wohin? Bis zum 22., ja, also 7 Tage, und dann am 8. Tag war nochmal eine Festversammlung. 15. bis 22., das war so Ende der Erntezeit, ja, ein großes Fest. Und aus allen Ländern kamen Juden nach Jerusalem, und was haben die, kamen die alleine oder was haben die mitgebracht? Was denkt ihr, wenn Juden von überall her zu einem Erntedankfest nach Jerusalem kommen, was bringen die wohl mit? Die bringen Gaben mit, die bringen was zu essen mit, ja, die wollen dort 7 Tage lang alle gemeinsam ein Fest feiern. Stellt euch das mal vor, ja. Wenn wir sagen würden, wir feiern ein Erntedankfest in der Gemeinde für 7 Tage lang, ja, was die Leute alles mitbringen würden, ja, an Essen und an jeden Tag was Besonderes, ein anderes Thema vielleicht, dies und jenes, ja. Also es war ein riesiges Freudenfest. Kurz zuvor hat es ja welches Fest war kurz zuvor gewesen, nur 5 Tage vorher? Am 10. Tischri, das 6. Fest, der große Versöhnungstag, ja. Und der hatte jetzt den Israeliten symbolisiert, zwischen euch und Gott ist alles im Reinen, ja. Es war ein Fest der Freude, ein Fest des Dankes. Und Ellen White sagt so schön, alles, was das Auge erfreuen konnte und alles, was irgendwie Freude ausdrücken konnte, wurde von den Wäldern gebracht. Ja, alles, was schön war. Die Leute sind in die Wälder gegangen und haben alles mitgenommen. Blumen und Büsche und Zweige, alles, was schön aussah, alles, was irgendwie einen erfreuen konnte, haben es alles in die Stadt gebracht. Und die Stadt, sagt sie, hatte den Anschein eines wunderschönen Waldes. Wenn ihr mal Bilder gesehen habt, wenn es so futuristische Stadtplanung gibt, wo alles so grün ist, ja, die Häuser sind begrünt und überall ist, ja, weil man irgendwie mehr so ökologisch sein möchte, ja, das sieht auch faszinierend aus, ja, nicht so trocken, nicht so Beton, sondern irgendwie so lebendig, ja. So muss man sich das vorstellen. Es war eine ganz tolle Atmosphäre. Und dann waren natürlich überall diese Hütten, ja, diese ganzen so quasi Zelte, so kleine Hütten, und zwar in den Straßen, auf den Marktplätzen waren überall Hütten. Ja, die Leute saßen da, haben gegessen, haben sich gefreut, haben gesungen, haben vielleicht einen Reigentanz ausgeführt, ja, es wurden Musikinstrumente gespielt, man hat die Oliven weitergereicht, man hat die Früchte gegessen. Ja, oben auf den Dächern waren überall diese Hütten, überall wurde sich gefreut. Das war wie ein Festival, ja, eine gigantische Stimmung. Und Jesus weiß natürlich, wenn er hier auftritt, und da so reinmarschiert, ich bin Jesus, hier bin ich da, ja, dann
dann steigert sich das vielleicht bis zur Ekstase. Das macht er nicht. Er kommt ganz leise, niemand merkt ihn, ja, und bemerkt diese ganze Freude. Es ist eigentlich so, als ob Gott durch dieses Fest auch das Volk vorbereiten möchte auf das, was jetzt gleich kommen soll. Und dann beschreibt sie auch die Lieder, die sie gesungen haben, ja. Und wo war wahrscheinlich das Zentrum des ganzen Festes? An welchem Ort in Jerusalem? Im Tempel. Wir werden auch sehen, ja, der Tempel spielt jetzt noch in den folgenden Geschichten eine große Rolle. Sie beschreibt hier die ganze Pomp der Opferzeremonien und hier auf jeder Seite der weißen Marmorstufen waren der Chor der Leviten, die dann den Songservice gehabt haben und dann die große Menge der Anbetenden, die ihre Palmenzweige hin und her gewogen haben. Stell dir vor, so dieser riesige Tempel und auf diesen Marmorstufen steht da der Chor und singt einen Psalm nach dem anderen und im Vorhof steht die ganze Menge mit Palmenzweigen. Ja? Und also, ja, wenn ihr schon an ein halbes Jahr später denkt, nicht wahr? Und dann sagt sie, dass sie dann die Strophen aufgenommen haben und dann weitergesungen haben. Und dann gab es die, die in der Nähe des Tempels waren, die haben wieder die Strophe aufgenommen und die Melodie. Und das hat sich immer weiter verbreitet, bis dann irgendwann die Hügel sogar diese Melodien gesungen haben. Ja, die ganze Stadt umgeben von Hügeln, überall wird gesungen. Und dann sagt sie, nachts wurden der Tempel und die ganzen Gebäude mit künstlichem Licht angeleuchtet und es gab Musik und die Palmenzweige wurden so hin und her geschwungen. Die Leute haben Hosianna gesungen und viele Menschen, alle überall auf den Straßen und die ganzen Priester, die Zeremonien. Also ich versuche euch so ein bisschen einen Geschmack davon zu geben. Das war unfassbar schön und grandios. Ja? Und jetzt sagt die Bibel folgendes in Johannes 7 und dort Vers 11. In Johannes 7 und dort Vers 11, wer mag mal lesen? Genau, wörtlich steht eigentlich im Griechischen, wo ist jener? Also so, der da, ja, also nicht wo ist er, sondern wo ist jener? Weil, warum suchen wohl die Juden Jesus während des Festes? Was denkt ihr, was könnte der Grund sein? Warum suchen die Juden Jesus während des Laubhüttenfestes? Ja, also ist ja ein allgemeiner Trubel. Warum suchen die Jesus? Jemand eine Idee von euch? Ja, genau. Genau. Ja. Vielleicht müssen wir noch kurz klären, wen meint Johannes, wenn er in seinem Evangelium von den Juden redet? Das ist mal ein bisschen verwirrend. Schaut mal Vers 13 an, da kommen wir gleich noch zu, aber schaut mal Vers 13. Doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Wen meint Johannes, wenn er von den Juden redet? Das ist oft missverstanden worden. Meint er das gesamte Volk? Wen meint er? Er meint die Elite, er meint die Führer des Volkes. Also jetzt lesen wir Vers 11 nochmal. Wer sucht ihn? Die Juden. Das sind hier im Kontext die Obersten des Volkes, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die Rabbis. Die suchen ihn, und zwar im Griechischen suchen die nicht einmal, sondern sie suchen beständig, so quasi jeden Tag. Schauen die, wo ist Jesus? Ist Jesus da? Wo ist er? Ist er hier unter uns? Ja? Warum suchen die ihn? Ja, vielleicht ist das im Hintergrund auch. Jesus ist bekannt, oder? Sein Ruf ist ihm vorausgeeilt. Nicht nur in Galiläa, er ist in Judäa bekannt. Er hatte ja das erste Jahr seines Dienstes oder die ersten anderthalb Jahre vor allem in Judäa gewirkt. Er ist im Ausland bekannt. Menschen kommen von überall und wollen natürlich wen sehen? Jesus. Und Jesus ist nicht da. Viele von denen, die kommen, wissen gar nicht, dass es massiven Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern gibt. Die wissen nicht, dass Jesus jetzt schon seit 4 Festen nicht in Jerusalem gewesen ist, weil er denen ausweichen möchte. Alles, was sie wissen, ist, da gibt es diesen Wunderheiler, diesen berühmten Prediger, und er ist bestimmt in Jerusalem, oder? Und sie kommen alle hin und wollen ihn sehen und hören und fragen nach ihm. Und deswegen suchen sie ihn jetzt, weil sie eine Möglichkeit suchen, also die Pharisäer und die Obersten, um ihn zu verdammen. Niemand wusste es. Schauen wir mal in Vers 12. Keiner weiß, wo er ist.
Das ist auch interessant, oder? Kennt ihr noch eine Geschichte, wo Jesus mitten in der Menge ist und keiner weiß, dass er der Messias ist und keiner bemerkt ihn? Es gibt noch eine ganz berühmte Stelle. Wo in Nazareth, ja, da war er schon, da kannten sie ihn, ja, da wussten sie, dass er Jesus ist. Es gibt eine Stelle, wo eine große Volksmenge auch zu einer ganz wichtigen Angelegenheit zusammenkommt und Jesus ist mitten unter ihnen und niemand weiß, dass er der Messias ist. Und es wird sogar gesagt, dass unter ihnen jemand steht und er macht keine Anstalten zu sagen, ich bin es. Da ist jemand, der sagt, siehe, das Lamm Gottes, Johannes der Täufer, am Jordan, oder? Da ist eine riesige Volksmenge, tausende Menschen, alle sind gekommen, das Wort Gottes zu hören und Johannes sagt, mitten unter euch steht einer. Und Jesus sagt nicht, übrigens, ich bin es, hier, schaut auf mich. Jesus bleibt ganz bescheiden. Er möchte den Menschen helfen, aber er möchte sich nicht selbst in den Vordergrund stellen. Und genau, jetzt schauen wir in Vers 12, in Johannes 7, Vers 12. Wir magten mal lesen. Okay, also was, keiner sieht ihn, keiner weiß, wo er ist, aber er ist Gesprächsthema. Alle reden über ihn. Ja? Es ist das Thema Nummer eins. Bei all der Festivität, alle reden über Jesus. Was denkst du über Jesus? Jesus ist schon ein guter Mann. Ja, der, ein Verführer. Ja? Hin und her. Es entsteht ein Gemurmel. Ja, was stellt euch bei diesem Gemurmel vor? Was könnte das denn sein? Habt ihr eine Idee? Was kommt ja gar nicht so oft vor in der Bibel, oder? Es gab viel Gemurmel, seinetwegen. Also das Wort wird meistens eigentlich verwendet so für Murren, wenn Leute so unzufrieden sind. Ja? Das heißt, wir sollen Fremde aufnehmen ohne Murren. Ja? Das Wort wird auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes verwendet für die Israeliten, die immer gegen Gott gemurrt haben. Ja? Das ist also so ein Murren eigentlich, ja, dieses Gemurmel. Und es gibt zwei Meinungen. Was sind die beiden Meinungen? Was sagen die einen? Er ist gut. Jetzt, woher weiß man, dass ein Mensch gut ist? Hat Jesus mal was darüber gesagt, woran man einen guten Menschen erkennt? Ja, genau. Lasst mal euren Finger hier, geht mal mit mir in Johannes 6, Vers 14. Lukas 6, Vers 45, Entschuldigung. Lukas 6, Vers 45. Lukas 6, Vers 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn bevor sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und wir werden sehen, Jesus bleibt nicht unentdeckt. Jesus kann nicht die ganze Zeit da einfach nur sein. Er wird gleich reden, ja, nach ein paar Tagen. Der gute Mensch bringt aus seinem guten Schatz das Gute hervor. Aber nochmal zurück zu dem Murren in Johannes 7. Interessant ist, dass direkt im Kapitel vorher in Johannes 6, was ja ungefähr ein halbes Jahr vorher spielt, das gleiche Wort auch verwendet wird. Schaut mal in Johannes 6, Vers 41. Da heißt es in Johannes 6, Vers 41, da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Ja. Da, und ihr wisst, Johannes 6 ist diese berühmte Geschichte, nach der Speisung der 5000, da teilt sich's auch, ja. Viele verlassen ihn, einige wenige bleiben bei ihm, ja. Weil die Botschaft von Jesus so ist, dass man sich entscheiden muss und dass man sie annehmen muss und dass man auch liebgewonnene Ansichten über Jesus oder über Gott ändern muss, weil Jesus zeigt, wie die Wahrheit ist. Also ist ganz interessant, in Johannes 6, da murren die Leute, weil sie mit Jesus da irgendwie nicht einverstanden sind, was er sagt. In Johannes 7, da gibt es dieses Gemurmel, weil sich jetzt viele Leute fragen, ist er gut, ist er ein Verführer? Und interessant ist dieses Wort in Vers 12, von Johannes 7, Vers 12. Er verführt die Leute. Das ist eigentlich krass, oder? Warum war Jesus eigentlich auf die Welt gekommen? Um uns zu erlösen, genau. Er war auf die Welt gekommen, um die Verführten zu retten. Dasselbe Wort, das hier verwendet wird, ist das Wort, das verwendet wird für das Schaf, das in die Irre geht. Kennt ihr das Gleichnis von den 100 Schafen? Eines hat sich geirrt, hat sich verirrt. Was die hier sagen ist, Jesus führt die Menschen in die Irre.
Er ist verantwortlich, dass Menschen sich verirren, dass Menschen zum verlorenen Schaf werden. Dabei kam Jesus auf die Welt, um die verlorenen Schafe zu retten. Mit anderen Worten, was die Menschen hier machen, diese Gruppe von Menschen, sie drehen Jesu Mission genau auf den Kopf. Und deswegen kann Jesus ihnen nicht helfen, weil das, was er tut, ist gut, aber sie bezeichnen das Gute als schlecht. Er kann das, was er für sie tun will, kann dann nicht Frucht tragen, sozusagen. Jetzt schauen wir weiter in Vers 13, Johannes 7, Vers 13. Übrigens, das ist sehr interessant, oder? Ich meine, wenn Jesus heute auf der Welt wäre, würden wir doch denken, dass vielleicht, also mit den Dingen, die Jesus getan hat, würde man denken, alle Menschen würden ihn annehmen, oder? Aber die Wahrheit ist, viele Menschen nach 2,5 Jahren Dienst, die Jesus getan hat, nach 2,5 Jahren Dienst, nach all den Wundern, die sie gesehen haben, nach den Predigen, die sie gehört haben, haben sie gesagt, okay, das ist ein Verführer. Da kann man mal sehen, wie sehr man sich täuschen kann als Mensch. Und wenn man nicht vom Heiligen Geist, nicht offen ist für das Wirken des Heiligen Geistes, kann man das von Gott gesandte, die von Gott gesandte Botschaft als Irrtum ablehnen. Das sollte uns ziemlich zu denken geben. Ja, weil das waren ja Menschen, die den Sabbat hielten, Menschen, die zum Heiligtum gingen, Menschen, die die Propheten lasen, Menschen, die sich für Prophezeiung interessiert haben. Aber als Jesus kam, hielten sie das für einen Angriff, weil sie nicht bereit waren, in ihrem Leben den Geist Gottes wirken zu lassen, die Evangeliumsbotschaft für sich selbst anzunehmen. Und dann wurde das eine Gefahr für sie, scheinbar. Jetzt schauen wir weiter in Vers 13. Was steht in Vers 13? Wer mag mal lesen? Genau, dann haben wir noch eine Idee, warum es ein Gemurmel ist. Ja? Alle haben eine Meinung, die einen sind für ihn, die anderen sind gegen ihn, aber keiner traut sich, offen zu reden. Und der Grund ist ganz einfach, wie wir schon gesehen haben, die Juden sind hier wer? Die Obersten. Das zeigt auch, was lernen wir über die Obersten hier in der Zeit von Jesus in Israel? Wie würdet ihr die Obersten dann charakterisieren, wenn das hier steht? Sie hatten Macht, sie haben die Macht ausgenutzt, sie haben das Volk so ein bisschen unterdrückt. Sie haben ihre Macht so ausgeübt, dass die Menschen Angst hatten, ihre eigene Meinung zu sagen. Einige waren für Jesus, aber haben sich nicht getraut, das zu bekennen. Kennt ihr noch jemanden im Johannesevangelium, der für Jesus war, aber sich nicht getraut hat, das zu sagen? Nikodemus, oder in Johannes 3. Und woran sieht man, dass er sich nicht getraut hat, das öffentlich zu bekennen? Er kommt bei Nacht, ja. Und hat Jesus ihn deswegen abgewiesen? Nein, er hat ihm die wichtigste Predigt gegeben, die man vielleicht überhaupt, die Jesus überhaupt gegeben hat. Die tiefgründigste auf jeden Fall. Das zeigt, dass Jesus, auch wenn wir nur versteckt nach ihm suchen, er das trotzdem honoriert und trotzdem uns zu sich zieht. Aber auch für Nikodemus kam irgendwann der Zeitpunkt in seinem Leben, wo er sich öffentlich dazu bekennen musste. Denn was ist das eigentlich für eine Angst hier, vor der die Bibel uns auch warnt, die hier beschrieben wird? Das ist nicht die Gottesfurcht, oder? Wie nennt man diese Angst? Das ist Menschenfurcht. Wenn ich Menschen so sehr fürchte, dass ich mich, dass ich Angst habe, zu Gott zu stehen, das ist eine gefährliche Sache. Schauen wir mal in Sprüche 29. Sprüche 29 und dort Vers 25. Da haben wir einen wichtigen Vers dazu. In Sprüche 29 und dort Vers 25. Sprüche 29, Vers 25. Genau. Wie wird die Menschenfurcht beschrieben? Was ist ein Fallstrick? Was macht ein Fallstrick? Der fängt einen, der macht, dass man gefangen wird, ja, dass man das führt dazu, dass man fällt letztendlich, ja, dass man gefangen wird. Wenn wir Menschen mehr fürchten als Gott, dann können wir auf Dauer kein geistliches Leben aufrechterhalten. Früher oder später wird es uns zu Fall bringen. Nun sehen wir auch im Neuen Testament immer wieder auch Menschen, die damit zu kämpfen hatten. Fällt euch im Neuen Testament noch eine Geschichte ein, wo man sieht, dass auch in der neutestamentlichen Gemeinde auch gläubige Menschen manchmal damit zu kämpfen hatten, dass sie Angst hatten, zur Wahrheit zu stehen, weil sie vor Menschen sich gefürchtet haben? Fällt euch da eine Geschichte ein, wo jemand aus Furcht vor Menschen nicht ganz zur Wahrheit steht und so ein bisschen heuchelt?
wo jemand eigentlich der Meinung ist, man kann als Jude mit Heiden essen. Als dann aber die Juden aus Jerusalem kommen, hat er Angst, oh, wenn die mich sehen mit den Heiden, dann bin ich vielleicht schlecht angesehen bei denen, weil die das noch nicht verstanden haben. Deswegen esse ich lieber nicht mehr mit den Heiden und tue so, als ob ich nichts mit ihnen zu tun habe. Petrus, genau, in Galater 2. Ja? Und der macht das mit solcher Überzeugung oder mit solcher Anziehungskraft, dass sogar Barnabas mitmacht und sagt, okay, den kann ich eigentlich nicht mit den Heiden essen. Obwohl sie wissen, sie dürfen mit den Heiden essen, sie sollen mit den Heiden essen. Aber sie haben Angst, dass in Jerusalem gesagt wird, stellt euch vor, der Barnabas und der Petrus essen mit den Heiden. Ja, dann sind sie schlecht angesehen. Und dann ziehen sie sich zurück. Und was macht Paulus? Wer das mitbekommt? Paulus widersteht dem Petrus ins Angesicht und sagt, nicht wahr, wenn du... und sagt, so kannst du das nicht machen. Ja? Paulus hat an anderen Stellen manchmal auch ähnliche Probleme gehabt. Ja? Ist nicht selbst perfekt an dem Punkt immer gewesen. Aber was wir da lernen, ist auch Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, Menschen, die Gottes Werk tun, stehen in der Gefahr, trotzdem ab und zu Menschen höher zu achten als Gott. Und hier sehen wir auch so ein Beispiel davon. Und ich muss lernen, und wir müssen alle lernen, dass wir uns zuerst fragen, wie denkt Gott über das, was ich sage? Wie denkt Gott über das, was ich tue? Weil die Wahrheit ist, wir denken oft darüber nach, wie andere Menschen über das denken, was wir sagen. Wie denken andere über das, was ich gerade getan habe? Aber wir müssten uns die Frage zuerst mal stellen, wie denkt Gott darüber? Und wenn Gott es nicht gut heißt, ist es egal, wenn alle anderen applaudieren. Wenn Gott es aber gut heißt, ist es egal, wenn alle anderen Buh rufen. Wenn Gott es gut heißt, sollte ich es tun, egal was die anderen sagen. Wenn Gott es nicht gut heißt, reicht es auch nicht aus, wenn alle anderen es gut finden. Und das müssen wir lernen. Okay, jetzt gehen wir zu Johannes 7, Vers 14. Johannes 7, Vers 14. Okay, also wir wissen nicht genau, welcher Tag, aber wann ungefähr ist er in den Tempel gegangen? Genau, also ungefähr vielleicht so nach 3-4 Tagen, ja, vielleicht so am 18., 19. Tischri. Plötzlich geht er in den Tempel und er stellt sich hin und lehrt. Also ihr müsst euch ja vorstellen, da sind zigtausende, man schätzt beim Passa war 1 Million Besucher in Jerusalem, ja, vielleicht eine ähnliche Anzahl, mindestens viele hunderttausend. Diese ganze Atmosphäre, ja, die sind so geistlich aufgeladen und jetzt nutzt Jesus die Gelegenheit, er stellt sich in den Tempel und lehrt vor allen. Wir wissen leider nicht bis hierhin, was er gelehrt hat. Ich würde echt einiges dafür geben, wenn ich die Predigt hören könnte. Weil, stell dir vor, er ist jetzt 1,5 Jahre nicht in Jerusalem gewesen. Er hat 1,5 Jahre quasi den Bogen drum gemacht. Jetzt stellt er sich hin und er weiß, er muss auch vorsichtig sein, was er sagt, aber er nutzt die Gelegenheit jetzt und predigt. Und hier erfüllt sich eine Prophezeiung. Schaut mal mit mir in Habakuk, Kapitel 2, Vers 7 bis 9. Die erfüllt sich hier erneut, ja, die erfüllt sich ja mehrmals im Leben von Jesus. In Haggai, Kapitel 2, ab Vers 7, die kennt ihr, oder? Das heißt es, das ist damals im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des Tempels, der kleiner war und dann einige traurig darüber waren. Und dann gibt es diese wunderbare Prophezeiung in Haggai 2, ab Vers 7. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und wer wird kommen? Das Ersehnte aller Heidenvölker. Wer ist das Ersehnte aller Heidenvölker? Das ist der Ersehnte, nachdem wir unsere Serie hier benannt haben. Er wird kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr, der Herrscher. Vers 9, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Wie hat sich das erfüllt? Von welcher Herrlichkeit ist hier die Rede? Die den Tempel Gottes erfüllt, den zweiten Tempel? Genau, Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jedes Mal, wenn Jesus im Tempel war, dann erfüllte den Tempel eine Herrlichkeit, die weder in der Stiftshütte, na gut, ja, Jesus war da gegenwärtig, ja, aber in einer Form, wie es im zweiten Tempel nie gewesen ist. Eine viel größere Herrlichkeit. Und jetzt natürlich umso interessanter zu sehen, dass Jesus 1,5 Jahre lang nicht in den Tempel gehen konnte, weil er wusste,
die Juden würden ihm sonst den Garaus machen. Dass er, um einen Konflikt zu vermeiden, 1,5 Jahre lang immer einen Bogen um den Tempel gemacht hat. Und jetzt erst kurz auf der letzten Strecke kommt er wieder zum Tempel und predigt wieder dort. Die Juden hätten viel mehr von ihm haben können, wenn sie nicht ziemlich gleich am Anfang seines Dienstes schon sich gegen ihn entschieden hätten. Da sieht man mal, was man alles verpasst hat, was auch die Menschheit hier im Leben von Jesus verpasst hat, indem sie sich frühzeitig gegen Gott entschieden hat. Finde ich ganz interessant. Die andere Prophezeiung, die sich dadurch erfüllt, ist in Maleachi Kapitel 3. In Maleachi Kapitel 3 und dort Vers 1. Maleachi Kapitel 3 und dort Vers 1. Es heißt hier: Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Wer war derjenige, den die Israeliten gesucht haben, den sie begehrt haben? Wie hieß der? Wen haben sie gesucht? Wen haben sie begehrt? Den Messias. Und Gott sagt, der Messias kommt. Und er kommt wohin? Er kommt zu seinem Tempel. Und hier steht Jesus irgendwo am 18., 19. Tischri des Jahres 30, wir könnten es fast ausrechnen, auf den Tag genau, steht in seinem Tempel. Und Haggai erfüllt sich erneut und Maleachi erfüllen sich erneut. Und Ellen White sagt, er hat alles versucht in dieser Predigt. Ein halbes Jahr vor dem Kreuz. Er hat alles versucht, was er konnte, durch diese Predigt, die Menschen zur Buße aufzurufen, damit sie ihn nicht kreuzigen. Denn Jesus musste zwar sterben, dafür war er gekommen, aber er hatte sich gewünscht, dass es anders geschieht, nicht durch die Rebellion seines eigenen Volkes gegen ihn. Er wollte sein Volk retten und er steht dort im Tempel und predigt sich das Herz aus. Übrigens, was meint ihr wohl, was haben die Juden aus der Tatsache gemacht, dass Jesus 4 Feste gefehlt hat? Ellen White sagt, wegen seiner Abwesenheit vom Fest wurde es behauptet, dass er es nicht wagt, sich in die Macht der Priester und Herrscher zu begeben. Ja, die Leute haben gesagt, ja, der hat Angst, so ein Feigling. Ja, der scheut den Konflikt, der will einfach nicht, ja. Und umso überraschter waren sie jetzt, dass nach 4 Tagen er plötzlich im Tempel steht. Hier bin ich. Und er predigt das Wort Gottes. Sie sagt, jede Stimme war still. Alle wunderten sich über die Würde und den Mut seines Verhaltens in der Mitte von mächtigen Feinden, die nach seinem Leben dürsteten. Ja, das ist ganz erstaunlich. Ja, stell euch vor, ihr predigt und ihr wisst, im Gottesdienstraum sitzen so und so viele Leute, die euch umbringen wollen. Da gehört was dazu, zu predigen, oder? Und er hat nicht gepredigt, um zu sagen, ich habe recht. Er hat gepredigt, um sie zu retten, aus Liebe zu ihnen. Das ist doch erstaunlich, oder? Und dann sagt sie Folgendes. Jesus redete sie an, wie kein Mensch es zuvor getan hatte. Seine Worte zeigten eine Kenntnis der Gesetze und Institutionen Israels vom Heiligtumsdienst, vom Opferdienst und von den Lehren der Propheten, die das, was die Rabbis und Priester wussten, weit übertraf. Ja? Er hat eine Predigt gehalten, wo Leute gesagt haben, das haben wir noch nie gehört. Habt ihr mal so das Gefühl gehabt, dass ihr mal eine Predigt gehört habt, wo ihr gesagt habt, wow, das habe ich noch nie gehört? Ich habe so eine Erfahrung schon gemacht. Und, aber ich meine, das ist bei uns immer nur so minimal. Nicht wahr? Aber sowas hatten sie noch nie gehört. Und sie sagt, er brach durch die Barrieren des Formalismus und der Tradition. Die Szenen der Zukunft lagen vor ihm ausgebreitet. Als würde er den Ungesehenen sehen, sprach er von irdischen und himmlischen Dingen, von göttlichen und menschlichen, mit einer Autorität. Seine Worte waren äußerst klar und überzeugend. Er steht geschrieben. Und das bringt uns jetzt heute am Ende zu Vers 15. Und damit enden wir heute dann. Was ist die Reaktion? Als Jesus eine Predigt hält, wie die meisten, die dort anwesend sind, und es sind zigtausende, sie noch nie gehört haben. Was ist die Reaktion? Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Was ist ihre Frage? Was ist ihr Problem?
Sie können sich nicht vorstellen, wie ein Mensch, der nicht Theologie studiert hat, so gut die Bibel kennt. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Denken heute noch weit verbreitet ist. Um die Bibel gut zu verstehen, musst du Theologie studiert haben. Du musst Griechisch kennen, du musst Hebräisch kennen, du musst die Geschichte kennen und so weiter. Das wird zwar meistens nicht so deutlich gesagt, aber es wird irgendwie so subtil kommuniziert. Oder viele Geschwister denken auch, naja, ich bin halt kein Prediger, ich bin kein Evangelist. Woher soll ich das wissen? Ja, ich muss mich erst ausbilden lassen. Wir werden das nächste Mal ausführlicher über Vers 16 reden, aber ich will euch ganz kurz Vers 16 schon zeigen, weil die Antwort, die er gibt, sehr interessant ist. Er sagt nämlich in Vers 16, Jesus antwortet ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Was ist die Antwort, als sie sagen, hey, sag mal, auf welcher Universität bist du gewesen? Ja? Bei welchem Lehrer hast du gelernt? Was sagt Jesus? Ich habe bei Gott gelernt. Frage, haben wir denselben Vater wie Jesus? Können wir also auch denselben Lehrer haben? Das, was Jesus gesagt hat, wie viel davon hat ihm der Vater gezeigt und wie viel hatte er selbst sich ausgedacht? Wie viel Prozent von dem, was Jesus gepredigt hat, war ihm vom Vater gegeben worden? Alles. Alles. Wenn nun alles der Vater ihm gegeben hat, was müssten wir dann tun? Vater, das, was du Jesus gegeben hast, gib mir. Und wenn wir so mit Jesus, mit dem Vater leben, wie Jesus mit dem Vater gelebt hat, dann können auch wir die Bibel so verstehen, wie Gott sie gemeint hat. Wie sagt Psalm 119, Vers 99, ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Ich möchte euch ermutigen. Glaubt nicht, dass Gott nicht direkt zu euch sprechen kann. Glaubt nicht, dass ihr die Bibel nicht verstehen könnt. Im Gegenteil. Dieses Buch kann jeder Mensch verstehen. Es ist deswegen genauso geschrieben worden, wie es geschrieben ist, damit es jeder Mensch versteht. Es sind verschiedene Charaktere, verschiedene Aspekte. Ja? Manches ist geschichtlich, manches ist poetisch, manches ist mehr aus der Sicht eines Mannes, manches ist aus der Sicht einer Frau. Es gibt so viele verschiedene Aspekte in der Bibel. Jeder kann die Bibel verstehen, wenn er möchte. Und Jesus ist ein sehr gutes Beispiel. Wir werden nächste Woche hier an der Stelle weitermachen, uns ein bisschen noch die Frage stellen, was dahinter eigentlich steht und was Jesus jetzt hier sagt in Vers 16. Aber was mir wichtig ist, für mich selbst und für uns alle, ist, dass wir verstehen, gutes Bibelwissen, eine Erkenntnis aus dem Wort Gottes, damit meine ich nicht einfach nur Fakten, sondern dass man wirklich sieht, was ist Gottes Botschaft, kommt nicht durch menschliche Institutionen und kommt nicht durch Training irgendwo bei einem Lehrer, sondern kommt, indem wir so mit dem Vater leben, wie Jesus mit dem Vater gelebt hat. Je mehr wir das tun, desto klarer wird uns das Wort Gottes sein. Das ist eine Verheißung. Und selbst die Juden waren erstaunt, dass sowas möglich ist. Die haben sich das nicht vorstellen können. Und auch in unserer Zeit kann man sich das meistens nicht vorstellen. Aber wir dürfen uns das vorstellen. Jeder Mensch, egal wer er ist, kann direkt von Gott gelehrt werden. Ist es nicht der neue Bund, dass alle den Herrn erkennen werden? Niemand wird mehr sagen, erkenne den Herrn. Sag nicht Jesus, alle deine Kinder werden vom Herrn, sag nicht Jesaja 54, alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt sein. Das wünscht sich Gott. Und lasst uns diesen Entschluss fassen, dass Gott der Vater durch Jesus unser Lehrer wird. Unser Lehrer beim Bibellesen. Wenn die Bibel aufschlagt, dann betet Herr, sprich zu mir. Zeige mir, was du gemeint hast. Und er wird es gerne tun. Noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir sehen können, dass jeder von uns es verstehen kann. Damals hat die Menschenmenge sich gefragt, wie kann es sein, dass jemand das Wort Gottes so gut kennt, obwohl er nicht studiert hat. Herr, wir wünschen uns, dass mehr Menschen diese Frage heute stellen.
dass wenn Menschen uns sehen und hören, sie sich die Frage stellen, wie kann es sein, dass jemand die Bibel so gut kennt? Wie kann es sein, dass jemand so mit Vollmacht über Jesus sprechen kann, obwohl er keine Theologie studiert hat? Herr, gib doch, dass wir ein Verlangen danach haben, dein Wort gründlich kennenzulernen. Nicht nur zu hören, was der Prediger oder jener Prediger sagt, sondern dass wir selbst von dir gelehrt werden, dass wir wissen, was wir glauben, weil wir es bei dir entdeckt haben und weil du es uns zeigst. Herr, ich möchte dir Danke sagen für mich persönlich, dass du mir jeden Tag etwas zeigen möchtest, dass du mein Lehrer bist, und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass wir täglich diese Erfahrung machen, dass du uns wunderbare Dinge zeigst, die uns kein Mensch zeigen kann, und dass wir uns ganz von dir abhängig machen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.